Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es ist jetzt ein gutes Jahr her, dass wir hier in erster Lesung den Änderungsantrag oder den Vorschlag zur Änderung der Landesverfassung von Grünen und Piraten diskutiert haben, den Begriff Rasse aus der Landesverfassung zu streichen und das Diskriminierungsverbot in Artikel 10 Absatz 2 der Verfassung neu zu fassen. Damals ist hier in der Debatte Offenheit von Seiten aller Fraktionen signalisiert worden, zumal andere Bundesländer hier vorangegangen sind. Das trifft nicht zu, dass 14 Bundesländer alles beim Alten gelassen haben. Dass wir immer nur über Brandenburg reden, bedeutet nicht, dass in anderen Bundesländern nicht auch Veränderungen vorgenommen worden sind, in Thüringen beispielsweise, aber das nur nebenbei. In Brandenburg war es so, dass im November 2013 der Landtag eine solche Änderung der Landesverfassung verabschiedet hat. Aus unserer Sicht gab es damals in der ersten Lesung aber auch ein paar offene Fragen. So habe ich damals für unsere Fraktion deutlich gemacht, dass wir das Anliegen des Antrags teilen. Denn die Verwendung des Begriffs Rasse lässt Ideologien und Denkkategorien als akzeptabel erscheinen, die die Existenz menschlicher Rassen betonen. Und das, ich glaube, da kann kein Zweifel dran bestehen, kann rassistischem Denken Vorschub leisten. Deshalb ist so eine Klarstellung auch richtig und wichtig, auch wenn die symbolische Wirkung sicherlich höher ist als der tatsächlich geänderte Regelungsgehalt. Aber ich will auf die Senatsstellungnahme verweisen, da steht im Übrigen drin, der Senat zeigt sich auch offen für so eine Veränderung, Hauptsache der Regelungsgehalt wird nicht eingeschränkt. Naja, da sind wir uns mit Sicherheit alle einig. Wir hatten zum Ursprungsantrag als Linksfraktion recht systematisch tatbestandsbezogene Einwände vorgebracht. Wir haben gesagt, in dem ganzen, der ganzen Norm gibt es objektive Tatbestandsmerkmale in Artikel 10 Absatz 2. Das sollte beibehalten werden. Im Ursprungsantrag war das so nicht der Fall, weil die Ursprungsformulierung tatsächlich auf subjektive, also auf die Motivlagen des Handelnden abgestellt haben. Da haben wir gesagt, das kann nicht sein. Es hat aber die Anhörung gegeben. Da ist jetzt schon viel drüber gesagt worden. Und wir haben die auch ausgewertet. Und im Ergebnis gibt es einen veränderten Antrag, der die Einwände aufgenommen hat. Ich finde das erstmal gut, weil es deutlich ist, die Beschäftigung mit dem Vorgang im Rechtsausschuss hat zu einer Veränderung geführt, hat dazu geführt, dass die Aspekte berücksichtigt worden sind. Und deswegen liegt hier heute auch ein Antrag von 3 Fraktionen vor und nicht mehr nur von 2 wie beim Ursprungsantrag. Ich habe keine Illusion, die Ausschussablehnung ist ja erfolgt. Das wird jetzt hier heute nicht anders ausgehen. Der Kollege Kullmeier hat es ja eben auch schon gesagt. Ich finde, das ist eine verpasste Chance. Ich glaube, das wäre unproblematisch gewesen. Es wäre aber vor allem ein Signal für die vielen Menschen gewesen, die selbst es als durchaus beeinträchtigend oder diskriminierend empfinden, dass in einer Verfassung unseres Landes immer noch von Rasse die Rede ist. Und die Anhörung im Rechtsausschuss hat ja auch deutlich gemacht, dass es richtig gewesen wäre. Nun, es ist, wie es ist. Ich habe die Hoffnung, dass das hier heute keine sang- und klanglose Beerdigung des an sich richtigen Anliegens ist, sondern dass das noch einmal aufgegriffen wird. Es sollte doch auch in Berlin möglich sein, was in Brandenburg funktioniert hat. Das wird nun vermutlich in dieser Legislaturperiode nichts mehr, aber das deckt sich ja so ein bisschen mit den Bewegungen in den anderen Themenfeldern, nämlich Stillstand. Also da wird jetzt einfach nichts mehr passieren bis zur nächsten Wahl. Aber vielleicht hoffe ich, dass es dann doch noch mal aufgegriffen werden kann, was ich hier in der ersten Lesung des Antrags auch angemerkt habe, nämlich dass es im Diskriminierungsverbot des Artikel 10 Absatz 2 Tatbestände gibt, wie das Alter oder die Behinderung von anderen Menschen, die bislang in unserer Landesverfassung noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Und ich hoffe, beim zweiten Anlauf werden wir dann mit einem besseren Ergebnis rauskommen, als das jetzt bedauerlicherweise der Fall ist. Vielen Dank. Dankeschön.